In this conversation, we are joined by Professor Dominik Lengyel, who holds the chair of architecture and visualization at the Brandenburg University of Technology in Cottbus, Germany. He specializes in the visualization of historical architectural objects and represents one of two principal approaches we cover in this unit of our MOOC, the other being the visualization of objects that are yet to be built. This discussion here with Dominik Lengyel evolved in broadly five parts. In the first part, we talk about the overlaps and the differences between visualization and also between rendering and photography. In the second part, we look at how the ancient masters and their use of painterly techniques are relevant to contemporary rendering and visualization. In the third part, we look at what we might call the problem with abstraction. Then in the fourth part, we examine how visualization can compensate for the absence of a known physical object. And in the fifth and final part, we talk about taking responsibility as a visualizer for every pixel of the picture. Da in dem Teil vom Visualizing gibt es ja eine Kurzversion von der ganzen Rendering-Thematik. Da gibt es ja auch eine Kurzbeschreibung, wie sich das mit dem Rendern entwickelt hat. Und es stellt sich dann auch für uns jetzt wieder die Frage, wie das mit dem Rendering-Kapitel korrespondiert. Ich sehe das so, dass das Rendering für uns eine Art technische Umsetzung, letztlich der Berechnungsvorgang ist, der daraus besteht, dass der Computer diejenigen Arbeitsschritte, die wir vorher definiert haben, im Rahmen der Möglichkeiten, die wir akzeptiert haben, indem wir das Programm zum Rendering ausgewählt haben, umsetzt. Das ist für uns das Rendering, weiter nichts. Also wir wählen das Programm, weil es bestimmte Eigenschaften besitzt, die wir in der Berechnung des Bildes nutzen wollen, formulieren die Instruktionen, lassen den Computer das ausführen, da beginnt der Prozess des Renderings, dann erhalten wir das vom Computer erzeugte Rohmaterial zurück. Damit ist für uns der Prozess des Renderings beendet. Aber im Grunde genommen sind ganz ähnlich, wie andere Leute einen Fotoapparat benutzen, oder? Weiß nicht. Das Rendering endet für uns in dem Moment, wo der Auslöser gedrückt wird, das schon. Aber das Rendering beginnt bei uns erst in dem Moment, wo der Auslöser gedrückt wird, gleichzeitig. Also es endet, wo der Auslöser losgelassen wird, aber das Rendering beginnt, wo der Auslöser gedrückt wird. Denn das, was davor passiert, die ganze Definition, das ist für uns Bildgestaltung. Und im Gegensatz zu dem, was man häufig in der Szene ja glaubt, geleistet zu haben, wenn man den Rendering-Knopf gefunden hat, was dann passiert, was wir ja sehen in der Szene zuhauf, ist ja genau das Dilemma, zu glauben, dass das reicht, dass sozusagen das Minimum an technischen Voreinstellungen, damit aus einem 3D-Modell eine Pixelgrafik wird, dass das bereits ein Bild erzeugt. Es erzeugt aber nur ein Rendering, während sämtliche Einstellungen, die man vornimmt, die ein Fotograf vornimmt, bevor er aus den Auslöser drückt, für uns den großen Unterschied ausmachen, nämlich die bewusste Komposition des Bildausschnitts, Bildrichtung, Blickwinkel. Aber so wie du die Frage gestellt hast, entspricht das Rendering tatsächlich dem Moment von Drücken bis Loslassen, während Visualisierung das ist, was Fotografen von diesen Fotos, die heute entstehen, unterscheidet. Es ist so, wie ein Foto nicht ein Foto ist. Wenn du in eine Fotoausstellung gehst, erwartest du etwas anderes, als wenn du in ein Fotostudio gehst. Oder wenn du auf Instagram gehst. Du erwartest einfach was anderes. Und damit ist der Begriff Foto nicht ausreichend determiniert. Und das Gleiche gilt eigentlich für Rendering. Und die Unterscheidung, die wir versuchen, indem wir sagen, Visualisierung ist nicht gleich Rendering, ist letztlich der Versuch, die im Begriff Foto unaufgelöste Differenzierung begrifflich einzuführen. So wie Architektur nicht Architektur ist. Wenn Investoren einen Wohnbunker bauen, ist das auch Architektur. Aber es ist nicht die Architektur, die wir haben wollen. Und so ist es mit Renderings. Und so wie man es in der Architektur sprachlich nicht schafft, Architektur von Architektur zu unterscheiden, bei Fotos eigentlich auch nicht. Du kannst sagen, das eine landet in der Fachzeitschrift, das andere nicht. Das eine landet im Museum, das andere nicht. So versuchen wir das in der Sache selbst über den Begriff, über die ja letztlich Teilung von Visualisierung zu Rendering auszudrücken.
Mir fallen ein paar Sachen ein. Tatsächlich ist ja Rendering, wie du auch gesagt hast, eigentlich nur der Begriff des Technischen aus Daten, was zu visualisieren. Das ist ja auch ein Browser rendert Daten, wenn der quasi aus HTML und den Bilderdaten und den Verlinkungen dann eine Seite generiert. Das nennt man auch Render. Ja, gutes Bild, ja. Genau, und der zweite Punkt ist natürlich der wirklich interessant ist, ist für die Geschichte, finde ich, den Vergleich mit dem Fotoapparat und dem Foto und den Auslöser, den finde ich sehr gelungen. Das Problem bei Renderern gegenüber Fotokameras ist, du kannst mehr falsch machen. Wenn du als Fotograf mit einem schlechten Apparat im richtigen Moment auf die richtige Stelle hältst, hast du ein fraglos gutes Foto, weil die Komposition alles sticht. Der Rest ist dermaßen vertraut, dass der real existierende Realismus in diesem Foto nicht als Irritation auftritt. Während der Pseudorealismus schlechter oder auch oberflächlicher oder von falschen Automatismen vollgepackter Renderer trotz richtigen Draufhaltens so viel zusammengefasst Artefakte erzeugt, dass das entstehende Bild nie die Qualität eines guten Renderings erreichen kann. Es sei denn, man ist sich dieser ganzen Schwächen so bewusst und kann sämtliche Automatismen so gezielt ausschalten, dass genau das nicht passiert. Vermeer, die ganzen Holländer damals und Vermeer vielleicht ganz besonders, hat das mit dem dieses Licht, das was dann natürlich wirkt auf weißen Wänden und so weiter. Meisterhaft gemacht, oder? Wo du sagen musst, da gibt es ja eben diesen interessanten Effekt auf diesem Computer Graphics, was da bei mir im Regal steht, dass sie da diese Gegenüberstellung auf das Titelbild gemacht haben und das Computer Rendering sieht sowas von alt aus gegenüber diesem alten Meister. Also das ist ja faszinierend, dass du eben sehen kannst, dieses genaue Beobachten von Lichteffekten auf einer Oberfläche, das, was du lernen musst, was, wenn du halt naturalistisch in Anführungszeichen malst oder so, das konnten die Rendering-Programme noch die längste Zeit nicht, also noch ein Klassen schlechter, als es diese alten Maler eben schon konnten. Mittlerweile sind wir über diese Hürde drüber, oder? Der Witz bei dem Aquarellmaler, der am Kölner Dom den Chorumgang gemalt hat, weil die versucht haben nachzustellen. Der Witz bei handgezeichneten Zeichnungen und Malereien ist der, dass sie eben nicht realistisch sind. Das sind künstlerische Eingriffe, die die erzielte Wirkung auf surreale Weise übersteigern, auch dann, wenn man es nicht merkt. Und ich würde mal behaupten, es wird nicht gelingen, in einem Experimentalraum die Szenen von Vermeer nachzustellen, weil sie einfach nicht realistisch belichtet sind. Und bei diesem Chorumgang sind die Gewölbeverzerrungen an der Oberseite der Hochkantbilder so aufgenommen, als wäre der Hauptpunkt zentriert auf das Gewölbe. Während wir im Rendering, und das ist das Problem im Rendering, das Rendering entspricht nämlich viel mehr einer Fotografie als einem Gemälde, durch die zwingende Randverzerrung einer Weitwinkelaufnahme zwingend stark verzerrte Gewölbe erhalten. Das lässt sich gar nicht verhindern. Das ist der Witz, dass Maler eben das mitwandernde Auge berücksichtigen und an jeder Stelle im Bild, wo sie einen Detailgrad unterschreiten, der von der außerhalb des Fokusbereichs auf der Netzhaut erfassten Bereich scharf stellen wollen, dass sie diesen Bereich exklusiv behandeln, also letztlich eine Collage erzeugen aus mehreren Perspektiven mit vielen Hauptpunkten. Das geht im Rendering nicht. Wenn Vermeer zum Beispiel den Lichtverlauf auf einer Rückwand hinter einem Stillleben an der Wand darstellt, dann will er ja nicht, dass man das nachstellt, in dem Sinne, dass man sein Lämpchen aufstellt, sondern er will ja suggerieren, dass die Lichtquelle, die man auf dem Bild sieht, sagen wir mal die Kerze auf dem Tisch, dass die in einem Kausalzusammenhang steht mit der Beleuchtungssituation. Wenn du die Kerze, die er zeichnet, dahin stellst, auf den Tisch mit der Wand, dann sieht das nicht so aus. Sondern du musst, wenn du es nachstellen willst, mit ganz viel Extra-Technik faken. Und darum ging es ihm natürlich nicht, sondern er wollte suggerieren, das ist darüber sprechen wir, weil wir suggerieren bestimmte architektonische Vorstellungen. Ja. Er will suggerieren, dass dieses kleine Kerzchen diese wunderbare Lichtsituation erzeugt. Und warum? Weil wenn du ein Kerzenlicht erlebst in real, dann empfindest du die Kerze als unglaublich raumgreifend und gesellschaftsstiftend, was sie in Wirklichkeit gar nicht ist. Ja. Darum gehen wir auf die Idee der Architektur zurück, weil die viel prägnanter ist als die Realität. Und deswegen erzeugen wir Bilder, die die Idee auf prägnante Weise vermitteln, so wie Vermeer mit seiner Weise Licht zu inszenieren und suggerieren will, dass das kleine Kerzchen auf dem Tisch
dazu in der Lage wäre, was es gar nicht ist. Zumindest optisch nicht. Abstraktion ist zunächst mal ein schwieriger Begriff, weil er durch seine Etymologie natürlich suggeriert, man würde durch Wegziehen von irgendetwas zum Ergebnis kommen. Das ist erstmal nicht der Fall. Sondern Abstraktion, die in der Lage ist, Dinge, die komplexer sind, auszudrücken, müssen durch bewusste Gestaltung erzeugt werden. Das heißt, die Objekte, die dann bei der sogenannten Abstraktion entstehen, sind eigentlich komponierte neue Objekte. Und diese Objekte messen sich daran, ob sie in der Lage sind, im Kontext des Bildes letztlich das zu vermitteln, was das Bild insgesamt vermitteln will. Also ein fünfeckiges Prisma, was ordentlich angeordnete Winkel hat, sieht sofort intuitiv aus, wie ein Haus beispielsweise. Das Problem mit der Abstraktion ist, dass es gleichzeitig, obwohl es abstrakt ist, natürlich im architektonischen Kontext Architektur vermitteln muss. Und das kann es nur dann, wenn es so fotografiert ist, als wäre es reale Architektur. Das ist das Problem mit der Abstraktion. Dass die Abstraktion dazu führen kann, dass die Bilder völlig falsch interpretiert werden, ist in der Sache bedingt, dass Abstraktion eben wenig Information liefert. Und deswegen sprechen wir von der Kompensation des räumlichen Sehens. Und das räumliche Sehen ist nicht nur Stereoskopie, zwei Augen, sondern es ist wesentlich bedingt durch die Bewegung. Nicht der Architektur, sondern die Bewegung des Körpers, der sich auf die Architektur zubewegt, die Bewegung des Kopfes, selbst dann, wenn der Körper stehen geblieben ist, und die Bewegung der Augen, also auch derjenigen der Pupillen. Denn auch die erzeugen dann immer wechselnde Projektionen derselben Szene auf der Netzhaut. Und diese wechselnden Bilder aus der Bewegung heraus erzeugen dann ein Modell im Kopf. Und weil all das wegfällt, muss das Standbild, die Perspektive, diese alle weggefallenen Komponenten, die dem Gehirn helfen, ein Modell in der Vorstellung aufzubauen, kompensieren können. Und das gelingt eben über die dann sozusagen übernommenen, geerbten, adaptierten Regeln der klassischen Architekturfotografie. Der fehlende Kontext ist ähnlich wie bei der fehlenden Bewegung in dem Herausbilden eines räumlichen Modells in der Vorstellungskraft, abhängig davon, wie weit der Betrachter in der Lage ist, sich in eine imaginäre Szene so eindenken zu können, dass er nicht durch störende Elemente des Bildes sozusagen jederzeit wieder herausgeworfen werden kann. Wir achten deshalb darauf, dass man die Grenzen des dreidimensionalen Modells, was die Grundlage der Visualisierung bildet, nicht sieht. Denn das würden wir als dem dargestellten Inhalt nicht zugeordnet als störend definieren. Es ist natürlich so, dass es Bilder durchaus auch von laborähnlichen, werkstattähnlichen Situationen geben kann, nur helfen die dem Betrachter nicht dabei, das Bild als Ausschnitt aus einer imaginären Welt zu betrachten. Üblicher Fehlschluss ist beispielsweise, dass das Rendern eines Gebäudes auf einem Grundrissplan, das macht man sehr gerne, gerade bei historischen Gebäuden. Man rendert also als Textur eine historische Grundrisszeichnung und stellt dann das verlorene Gebäude da drauf. Das sieht dann so aus, als würde man ein Gipsmodell auf dem Tisch ausliegenden DIN A0 Schwarzplan draufstellen. Das hat diverse Vorteile. Man versteht beispielsweise sofort, dass es eine historische Grundlage gibt, auf der das Gebäude erzeugt wird. Aber es verhindert vollständig das Eindenken des Betrachters in die Szene, die visualisiert werden soll. Denn sie zeigt jederzeit, dass das eben keine wie auch immer geartete, abstrahierte Wirklichkeit ist, sondern sie zeigt immer, es ist eigentlich nur eine Werkstattsimulation. Es ist die Simulation eines Verschneidens unterschiedlicher Medien. Wir haben jetzt dieses Bewusstmachen von Künstlichkeit, aber gleichzeitig auch wieder vergessen lassen. Am Ende sind das lauter Entscheidungen, die man könnte anders argumentieren und sagen, dann kommt man genau auf was anderes. Aber es ist immer jedenfalls dieser Diskurs, der dazu führen muss, der immer auch eben die Bildmittel und das, was man da zur Verfügung hat auf dem Bild, in das richtige Verhältnis zu der Absicht oder um das, was es einem geht, auszudrücken, setzen müssen. Eigentlich muss alles das, jeder Punkt, auch beim computergenerierten Bild, der sichtbar ist,
begründet werden können. Ob man dann dran glaubt oder nicht, ist eine andere Sache. Ob man jetzt auf die sichtbare Schnittebene zeigen will oder nicht, das ist davon völlig unbenommen. Aber wenn man sie zeigen will, dann muss sie in sich, dann muss sie stimmen, dann muss sie passen und in sich konsistent sein. Und dann muss jeder Punkt rekonstruierbar sein und argumentiert werden können und vertreten werden können und diskutabel sein. Und die andere Seite der Medaille wäre dann, das hat der Computer so gemacht. Ganz genau. Und das, damit kommen wir jetzt, eingestiegen sind wir in das Gespräch mit diesem Moment, wo man nur sagt, so einen Klick zu machen. Aber am Ende dieses, ja, das hat ja nur der Computer gemacht. Das ist genau das, wo man nicht die Leute verharren lassen möchte, sondern eigentlich die Autorenschaft für so ein Rendering übernehmen, ist ja das Wichtige. Sich auch klar machen, dass man genau so ein Rendering, die Studierenden sagen, ja, aber wenn es von Hand gezeichnet ist, ist es ganz meins. Und jetzt, im Grunde genommen muss es genau beim Rendering auch das geben, dass man sich dann 100%, wie du sagst, für jeden Pixel verantwortlich fühlt und nicht sagt, ja, das ist jetzt so, sondern dass das alles eben begründbar ist und dem entspricht, was ich da reflektiert haben wollte.